Prinz William und Herzogin Catherine begeisterten Royal-Fans am Sonntagabend mit einem rauschenden Auftritt bei den Earlshot Awards in London. Prinz William, 39, und Herzogin Catherine, 39, zogen am Sonntagabend, 17. Oktober, alle Blicke auf sich, als sie mit ihrem stylischen Auftritt über den grünen Teppich der ersten Earlshot-Preis-Awards in London schritten. William hat diesen wichtigen Umweltpreis ins Leben gerufen, der darauf abzielt, weltweit neue Ideen und Technologien zu finden, um den Klimawandel und die dringendsten Herausforderungen der Erde zu bewältigen. Prinz William und Herzogin Catherine, modischer Starauftritt erinnert an 007. Prinz William begeisterte in einem Smoking mit grünen Samtsakko, das sofort an den Starauftritt von Daniel Craig, 53, bei der James-Bond-Premiere erinnert. Kate trug ein zartlilafarbenes Traumkleid des Star-Designers Alexander McQueen, das die Herzogin bereits seit 2011 besitzt und offenbar sehr liebt. Während der Preisverleihung gaben Kate und William die Gewinner der ersten Earlshot Awards bekannt und verrieten, dass die nächste Verleihung des Earlshot-Preises in den USA geplant sei. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Earlshot Award 2022 in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden wird, so Prinz William. Herzogin Catherine gibt ersten Hinweis auf geplante USA-Reise. Herzogin Catherine und Prinz William könnten also nächsten Herbst in die USA reisen. Der Kensington-Palast werde zwar nicht in die Reisepläne des Paares einbezogen, jedoch würden weitere Details zu gegebener Zeit bekannt gegeben, sagte ein Sprecher. Der Herzog und die Herzogin von Cambridge waren zuletzt 2014 in New York zu Gast und Kate hat möglicherweise bereits einen ersten Hinweis auf die Pläne der US-Reise gegeben, indem sie das gleiche Kleid trug, das sie beim ersten US-Besuch des Paares im Jahr 2011 in Los Angeles trug. Inspirierende Worte zum Thema Natur- und Umweltschutz, zu seiner Inspiration für diesen Preis US-Präsident Kennedys Wettlauf um die Eroberung des Weltalls in den 1960er Jahren, erklärt Prinz William, alle jungen Leute, die heute Abend zuschauen, wir haben zu lange nicht genug getan, um den Planeten für ihre Zukunft zu schützen.